Hallo liebe Geschwister, ich grüße euch im Namen des Herrn Joshua Mashiach. Wir sind wieder da, zurück aus unserer Mission in Kongo. Wir haben unsere Witwe, die wir dort in Kongo unterstützen. Und heute möchte ich kurz die Vision Milolo Milolo vorstellen und auch über diese Mission berichten. Halleluja. Milolo Milolo Vision. Milolo Milolo bedeutet einfach Schrei der Freude. Das ist also auf Lingala. Das ist also, wenn die Leute sich also freuen, dann haben sie so ein Schrei und es kann also wie ein Schrei im Krieg oder, aber in diesem Fall ist also Schrei der Freude. So, die Mission in Kongo Kinshasa. Also wie ihr also am Anfang von diesem Video gesehen habt, also das war den Weg zu Mvululu. Der Herr Joshua Mashiach hat uns geführt, also dass wir diese Witwen dort in dem Dorf Vululu, ein paar Kilometer weg von Kinshasa. Kinshasa in Hauptstadt von der Demokratischen Republik von Kongo. So, über die Mission zuerst, also für mich fand ich also sehr, sehr schön. Also wir hatten schon vor 2 Jahren geplant und letztes Jahr 2020 wollten wir alle hinfliegen, also eine Gruppe von ungefähr 6 Leute. Wegen der Pandemie müssen wir umplanen und das hat also dieses Jahr geklappt, aber dieses Jahr könnten nur 2 aus Deutschland hinfliegen. Aber ihr habt schon also durch also ein paar Schnitten, also Videos von mir gesehen, also wie das also dort war. Also die Mission. Das Land Kongo ist ein schönes Land, wirklich sehr, sehr schön, grün, riesig. Es ist schön, ja, aber mir tat schon also richtig weh zu wissen, also dass dieses Land so reich ist, also reich in Bodenschätze, Rohstoffe, also man sagt sogar, dass es wird immer gesagt, also dass Kongo sowas wie so ein geologisches also Skandal ist, also weil geologischer Skandal heißt einfach, dass so viele Rohstoffe dort gibt. Es ist sowas wie eine Reserve, die Reserve ist also riesig.
Und also Rohstoffe wie Zink, Coltan, Uran, also Diamanten, Kupfer, also alles, was man wirklich also für die Elektronikindustrie braucht, also diese Rohstoffe. Also das Land sollte normalerweise, also die Menschen dort sollten normalerweise so die reichsten Menschen, also der Welt sein. Aber es ist leider nicht der Fall. Was mich also richtig berührt hatte, ist also, dass diese Armut, wie die Leute kämpfen, die wurden also man kann sagen, also von der Regierung komplett verlassen. Also die Regierung, die Leute, die in der Regierung arbeiten, sind reich und die reichen Länder, wie also in Europa, wie in Amerika, also die sind auch dort vertreten und nehmen also die ganze Rohstoffe und die ganze Elektronikindustrie wird immer, also es gibt da so einen Boom, aber das Land profitiert überhaupt nicht davon. Überhaupt nicht. Also unsere ganze Handys, also alles, was wir da haben, also Laptop, PC, Tablet und. Viele von diesen Rohstoffen also kommen aus diesem Land, Kongo. Aber die Menschen sind, die Leute dort also sind arm. Also die werden einfach ausgebeutet. Immer, immer wieder. Also es tat richtig weh. Zu sehen, also wie die Kongolese leben, trotz ihrer Reichtum, trotz alles, was sie dort haben. Aber das ist der Grund, warum der Herr uns auch dort also geführt, geschickt hat. Aber bevor ich weiter über die Mission weiterrede, möchte ich also so kurze ein Bibelvers also geben. Das ist in Matthäus Kapitel 28. Also dieser Vers ist so berühmt. Ich werde also in Elberfelder Version einfach nehmen. Ganz am Ende. Das ist Matthäus 28, Vers 19. Bevor ich also weiterlese, möchte ich kurz bitten, Joshua Mashiach, danke für diesen Moment. Danke, Herr, dass ich da dein Wort auch weitergeben darf. Bitte führe mich in deinen Namen. Amen. Also in Matthäus 28 steht, geht nun, ja, ich will das also mal markieren. Genau. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jünger und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Tages, des Zeitalters. Halleluja. Also Joshua Mashiach, unser Herr und unser Gott sagt hier, also er schickt uns also zu allen Nationen, damit wir sie zu Jünger machen. Das Problem ist also, da viele haben diese Bibelvers genommen und sind auch hingegangen, statt das Wort weiterzugeben, haben sie die Menschen also einfach ausgebeutet, also wie in der Kolonialzeit, also viele sind da mit der Bibel gekommen, viele sind als Missionare gekommen, aber statt das Wort weiterzugeben, statt genau zu lehren, was der Herr Joshua Mashiach also gegeben hatte, haben sie was anderes gemacht. Die haben die Leute ausgebeutet und das geht weiter. Das machen sie heute noch. Also die Evangelikale, die Pastoren, die reich immer reich und reich werden, aber die Menschen dort, also die Menschen werden einfach ausgebeutet. Und das sehen wir. Wenn wir unser Herr Joshua Mashiach sehen, wenn wir seine Lehre sehen,
also in die Bibel gehen und wir gucken alle, was unser Herr Joshua Maschia gelehrt hatte. Also eine seiner größten Gebote war, was war das noch? Also in, das sehen wir in Johannes Kapitel, Kapitel 15, Johannes Kapitel 15 ab Vers 12. Das können wir lesen ab Vers 12. Ja, können sogar ab, genau. Ist das, nee, das muss also in Johannes Kapitel 15. Johannes Kapitel 15, geh mal, also unser Herr, wenn Joshua Maschiach hier sagt, geht in alle Nationen und macht Jünger und lehrt sie alles, was ich euch gelehrt habe. Also das heißt, wir geben, was wir von Joshua Maschiach, von Jesus Christus bekommen haben. Das sollen wir also weitergeben. Und da steht also hier ganz klar, hier ab Vers 12 sagt hier, dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Also das heißt, und wir können sogar ab Vers 11, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch ist und eure Freude völlig wird. Dies ist mein Gebot, er sagt, dass ihr aneinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Liebe Geschwister, also wenn wir sagen, okay, ja, Joshua Maschiach schickt uns also in die Nationen, es geht darum, dass wir die Liebe von Joshua auch weitergeben können. Er sagt also, was ich euch gelehrt habe, dann lehrt es auch, gibt es auch weiter. Und das ist also, was Joshua sagte. Und nicht, dass die Leute in ein Land gehen, also reinkommen und dann werden also die Leute einfach ausgebeutet. Die nehmen also, was die Leute dort haben. Die nehmen also, die nehmen alles. Also das ist keine Liebe. Das ist keine Liebe. Wie kann man ein Land komplett so ausbeuten und die Menschen, die dort leben, die profitieren gar nicht davon. Gar nicht. Wo ist die Liebe? Wo ist die Liebe? Das ist Wahnsinn. Und die Liebe, die Bibel sagt auch, also die Bibel sagt ganz klar, dass die Liebe nicht nur in Munde, nicht nur Wörter sind. Ja, die Liebe zeigt sich auch in Taten und in der Wahrheit. Das sind also Sachen, die wir, man kann nicht nur sagen, ja, ich liebe dich. Jesus sagte ganz klar, lebt deine Nächste. Wir sollen unsere Nächste lieben. Wir sollen unsere Nächste lieben. Also, ja, nehmen wir mal also 1. Johannes. Das steht also in 1. Johannes, können wir das also alle zusammen lesen. 1. Johannes in Kapitel 3. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 16. So, Vers 16. Ja, liebe Geschwister, es ist so, wenn wir sagen, also, dass unser Herr Joshua, Jesus Christus unser Herr ist, er hat ganz klar gesagt, lieb deinen Nächsten. Und wenn wir sagen, also, und Joshua sagt, er schickt uns in die Nationen. Die Nationen, das heißt nicht nur, weil ich also Deutsche bin, dann muss ich nur zu den Deutschen gehen, weil ich also aus Kongo bin, dann muss ich also zu den Kongo, nein. Alle Nationen, weil Joshua Maschiach die Barriere von Nationen, von andere Kultur und sowas, also diese Barriere fallen einfach. Ob du weiß oder schwarz ist oder keine Ahnung, welche Rasse und sowas bist, das spielt keine Rolle. Joshua Maschiach sieht nicht, also er sagt, er kommt für seine Gemeinde. Seine Gemeinde. Also die Liebe zu den Menschen hat überhaupt nicht mit deiner Herkunft, deine Farbe oder sowas zu tun. Lieb deine Nächste. Halleluja. Und
ab Vers, in 1. Johannes Kapitel 3, Vers 16, hier steht, hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Und dann sagt er, hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen. Halleluja, Halleluja. Also das ist das Evangelium. Das Evangelium ist nicht nur Worte, oh, bla bla bla, bla bla bla. Nein, das Evangelium sieht man auch in Taten, die Liebe muss man auch in Taten und Wahrheit, Halleluja, bringen. Und das ist also, liebe Geschwister, was der Herr von uns verlangt. Jahrelang haben wir also gepredigt. Wir haben versucht, also die Leute zu evangelisieren und. Aber diesmal also will der Herr, unser Herr Joshua Mashiach, er schickt uns jetzt in die Nation, er schickt uns also zu Menschen, die leiden, die wirklich also Hilfe brauchen. Wie können wir sagen, also dass wir, vor allem wir hier in Deutschland, ich sage nicht, also dass in Deutschland keine arme Leute gibt, also keine Leute, die Probleme auch haben und die nichts besitzen. Nein, aber lieber Geschwister, dieses Land hat da so ein gewisses Segen, ist, dass die Regierung zumindest was für die Menschen hier tut, für die Witwe, für Waisenkinder, für, es gibt also gewisse soziale Absicherung. Aber in Kongo, wo wir da waren, es gibt viele afrikanische Länder, viele Länder in dieser Welt, also wo Leute so leiden. Und für Kongo, es hat mich also richtig wehgetan. Also wenn ich zeige euch mal, also was ich dort gesehen habe, also diese Armut, also diese, für ein Land, wo normalerweise alles, also so viele Rohstoffe, so ein Reichtum, aber nichts davon profitiert. Verkehr, die Straßen und die Entwicklung ist also plötzlich, wie sagt man das, also in Ruhe gestoppt, komplett. Einfach weil eine Gruppe von Menschen das Reichtum sich teilt. Und wir in Europa, also wir müssen in Europa, in Amerika, wir profitieren davon, also ohne zu wissen, profitieren wir alle davon. Wir profitieren alle davon, wir wissen nicht, also die ganzen Handys und die Elektronik, diese ganzen Rohstoffe kommen aus diesem Land. Aber jetzt, also das ist, was mich richtig, also am Anfang, also dort berührt hatte. Zu sehen, dass also ein, ich sage nicht, also dass in Kongo keine schönen Plätze gibt. Es gibt also schöne Umgebung, schöne, also die Natur und alles. Also es gibt auch reiche Leute, es gibt auch schöne Orte, es gibt schick Autos und. Aber das Land hätte mehr bekommen. Mehr. Also, das war also für die Mission. Also ich konnte sehen, also wie die Kongolese also wirklich kämpfen. Die kämpfen schon vom Flughafen bis du siehst, also wie die Leute versuchen. Die versuchen alle etwas zu erreichen, alle etwas zu schaffen, ohne Hilfe von der Regierung, mit wenig Hilfe. Also, der Herr hat uns
also diese Vision gezeigt, also Milolo Milolo. Es hat also in Vululu angefangen, also mit dieser Gruppe von Witwe. Diese Frauen, die leben dort und brauchen Hilfe. So, und für dieses, schon vor ein paar Jahren haben wir angefangen, dieses Empfangszentrum zu bauen. Also was ihr da seht, das Ganze könnt ihr auch auf unserer Internetseite, also zurück zum Wort.org und da unten, wenn man also hier unterscrollt, also sieht man Milolo Milolo Vision. Und da, also hier kann man also mehr erfahren. Hier sind also ein paar Bilder, die neue Bilder. Bau ein Empfangszentrum. Da kann man auch genau verfolgen, also wie das angefangen hatte und so und wie das bis jetzt, wie das also entstanden ist. Kann man also da reingehen und dann landen wir genau auf unserer Seite. Genau. Also wie das angefangen hatte. Bau ein Empfangszentrum, also in Vululu, Vululu. Also die Frauen, es gibt also viele Projekte da drin, also viele Projekte für die Witwe. Gerade haben wir mehr als 40 Frauen ungefähr, 40, also die schon also öfter dort kommen und sich treffen, haben Gemeinschaft und versuchen sich also gegenseitig zu helfen. Und mit dem Herrn Gnade, dort arbeiten zwei von unseren Geschwister. Ich kann das mal so kurz zeigen. Das sind die beiden, dieses Ehepaar. Die sind also, die wohnen also in Kinshasa. Das ist Papa Alexi und seine Frau Ma Philippine. Also beide arbeiten hart für die Witwe dort. Die sind in Kinshasa, fahren ungefähr fast so eine halbe Stunde ungefähr zu diese Frauen und helfen die Damen. So, dann was ist überhaupt also in diesem Empfangszentrum? Ich möchte euch mal kurz zeigen, also was wir dort, wie das ausschaut. So, hier ist also Patience, also Stuttgart. Hier sieht man also die beiden, die bereiten gerade, das sind also ein paar Vitaminen, die wir für die Witwe gebraucht haben. Und da bereiten sie eine Mahlzeit, also für die Witwe, weil wir an dem Tag Gemeinschaft hatten und da geht man also durch das Haus, also im Flur sind wir hier und das, was ihr hier seht, das ist die Apotheke. Dieses Projekt hatten wir schon mal vorgestellt. Also wir haben also eine kleine Apotheke in diese Dorf, also für die Witwe aufgebaut und Medikamenten gesammelt und dann ab und zu mal, ich weiß nicht, also wie oft im Monat, wenn die Frauen da, also die Witwe, gewisse Probleme haben, aber nicht nur für die Witwe, also für das Dorf, also für die Leute dort, können auch Medikamenten dort bekommen. Also das ist unsere kleine Apotheke dort, also in dem Raum. So, und wenn man also weitergeht, wieder im Flur und es gibt da einen Raum also für Lebensmittel. Also das ist auch ein Projekt, es wurde gestartet, also der Herr hat uns also geführt, also dass wir sowas für die Witwe auch zustande bringen. Also das heißt, da werden sie, wir haben also Essen
gesammelt, also gewisse Getreide, Bohnen und so. Also ihr habt gesehen, also die meisten von dieser Witwe sind schon in einem Alter, wo sie harte Arbeit auch nicht mehr schaffen können, aber die brauchen einfach Hilfe. Und das ist also eine Lebensmittelversorgung oder Verteilung, das machen wir. Es gibt also Reis, es gibt also da unten sieht man also, das ist Seife. Da ist also, wir haben auch Tee, wieder Getreide, Bohnen, weiße Bohnen, da unten Reis, Öl geben wir auch, also zum Kochen. Ich glaube, hier ist also Tee, genau. Und da oben, das ein bisschen Zucker, Tomaten, also Kleinigkeiten, die sie, hier gibt es auch so eine Zwiebel, genau, eine Zwiebel. Und dieser Tisch, also wurde von ein paar Geschwister hier in Deutschland gespendet. Das Ganze, was man hier sieht, also sind einfach Spende aus Deutschland. Geschwister, die was gespendet haben und damit könnten wir das Ganze kaufen und dort haben wir diese Regale aufgebaut. Dann kommen also die alte Damen da und also die Witwe und kriegen ab und zu mal etwas und dann können sie zu Hause was kochen und So, das ist also diese das Teil also für unsere Lebensmittelversorgung, also Verteilung, dort so ist das. Das ist also ein Projekt. Es läuft jetzt. Und der Herr, ich danke Yehoshua Mashiach dafür, dass die Geschwister alle also gespendet haben. Und ihr seht, also das Geld, also was ihr gibt, wird einfach verwendet. Es geht nicht also in die Tasche von irgendwelchen Leuten. Nee. Also, und zweites Projekt, für Milolo Vision, also für die Witwe. Es ist direkt also hinter dem Haus, also da gibt's also ein Feld, also hier zum Beispiel, was ich da zeigen möchte, das ist eine der Witwe, die gerade dort also wohnt, also sie schläft dort und hat direkt hinter dem Haus also ein paar, ich glaube also Brunnen oder so gepflanzt und guck mal, das wächst schon, es ist super. Halleluja. Also dieser Boden dort ist so fruchtbar, also in Kongo. Das hat sie gemacht. Und hinter dem Haus, hier sind also die Toiletten, die wir auch gebaut haben, für wenn die Frauen dort also kommen, wenn es also Gemeinschaft gibt, also dann können sie ja die Toiletten hier benutzen und direkt hinten, das ist, wir sind genau hinter dem Haus und das ist also der Weg zu dieser Felder. Dort haben sie ein paar Sachen gepflanzt. Also richtig schön, also Landschaft schön und viel Platz, aber muss man also diese ganze diese Ecke zum Beispiel gehört uns nicht und wir haben vor, das auch zu kaufen, um dieses Feld hier zu erweitern, damit sie mehr Platz haben und mehr pflanzen können. Halleluja. Yehoshua ist gut. Dann sage ich euch also genau, ich glaube, dieses Video hatte ich schon mal gezeigt, also das ist also der Weg, direkt, also immer noch hinter dem Haus. Und da gehen wir, also wo wir,
wo die Witwe und die Geschwister, die dort sind, Ananas gepflanzt haben. Also das Ganze, alles, was ihr da seht, das gehört also dieses Projekt. Also hier haben sie also Ananas gepflanzt. Halleluja. Der Herr ist wunderbar. Also das ist, und was wir vorhaben, ist also, dass wir noch mehr in diese Richtung, also nach rechts dort nehmen und dass wir das auch kaufen können. Also es ist wirklich offen. Also wenn ihr spenden wollt, also ihr könnt einfach spenden, ihr könnt uns also da helfen, aber wir glauben also an Yeshua Mashiach. Wir wissen, dass er ist derjenige, der die Menschen berührt, und wer wirklich also mitmachen will, das ist offen. Also jeder gibt, wie er also in sein Herz vorgenommen hat. Halleluja. Ohne Zwang. Ja genau, wir zwingen niemanden mitzumachen. Halleluja. Schöne Landschaft. Wirklich schöne Landschaft. Halleluja. Also das ist für dieses Projekt. Also Ziel ist also, dass die Witwe selber hier pflanzen und arbeiten, also gewisse, und dann ernten für sie und kriegen das Ganze einfach also für sich, dass sie was haben. Halleluja. Das ist die Liebe, Yeshua Mashiach, in Taten und in Wahrheit bringen. Halleluja. Nicht nur Worte. Das ist es. Wenn jemand also wirklich also mitmachen will, dann sowas. Das sind die Projekte, damit wir diese Frauen helfen können. Halleluja. Wir danken Yeshua Mashiach dafür. Danke, Herr. So, also es gibt, was ich also gerade gezeigt habe, also Projekte. Wir haben diese Lebensmittelversorgung, also trockene Ware da drin. Also wir kaufen ein paar Sachen und lagern das da drin, und einmal im Monat oder weiß nicht, also wie oft. Es kommt darauf an, wie viel die Witwe da auch brauchen. Aber es ist also eine kleine Hilfe. Das heißt nicht, also dass wir sie täglich also versorgen werden, aber wir versuchen in diesem Empfangszentrum diese Witwe zu helfen mit unserem Besitz, also was wir haben. Das ist genau, was die Bibel sagt. Wer gewisse Besitz hat, also, und sieht, also seine Brüder oder Geschwister mangeln, dann soll er also helfen. Halleluja. Also, das sind also erstmal diese Projekte, die wir zustande gebracht haben. So, und dann gab es also an dem Tag, ich möchte das also kurz zeigen, es war wirklich, wirklich schön, also die Zeit also mit der Witwe da, die Witwe hatten also T-Shirt, also diese T-Shirt bekommen. Ah, es war so schön, Wahnsinn. Es war so schön, die haben sich so gefreut. Und dann haben wir ganz schöne Gemeinschaft zusammen gehabt. Also es war wunderbar. Der Herr ist wunderbar. Und dann also Gemeinschaft, unser Herr Yeshua Mashiach zusammen gelobt, getanzt. Also die Stimmung war unglaublich schön. Unglaublich schön. Halleluja. Yeshua ist gut. So, dann zum Schluss möchte ich die fehlenden Projekte, also was wir vorhaben, also unser allererstes Ziel ist also, dass wir so einen Zaun, also eine Mauer
bauen, also einfach um dieses Grundstück abzusichern. Ich habe gesehen, also ganz am Anfang von den Videos gibt's da sieht man also, wie man also in da reinfährt. Dieser Eingang geht durch andere Felder, also die Nachbarnfelder, und es ist also ungünstig. Also wir wollen gern direkt also von der Straße direkt in diese Grundstück, also wo das Empfangszentrum ist, reinfahren. Nicht, dass wir also von dieser Umweg machen, und deswegen haben wir uns also vorgenommen, also dass wir direkt da schon also einen Eingang bauen, also Tor und dann eine, also so dieser Grundstück einfach absichern können. Wir haben schon angefangen zu bauen. Wir werden das also Stück also langsam bauen, und alle, die da auch mitmachen wollen, das ist offen, es ist frei, und wie gesagt, wir machen das also immer noch durch Spende von alle Geschwister, also von Leute, die einfach mitmachen wollen. Der Herr ist wunderbar. Halleluja. Also wir wollen sowas wie also ein also Brunnen, also Wasser dort also bringen. Da muss man also richtig graben, und damit es Wasser dort gibt, weil das Wasser muss man also richtig weit weg holen, und das ist also eine unserer Projekte. Wie ich vorher gesagt hatte, wir haben auch vor, dieses also hinter dem Haus gibt es also ein Feld, und das wollen wir, diese Grundstück also wollen wir erweitern, damit wir mehr Platz haben, um verschiedene Sachen dort zu pflanzen, und damit die Witwe auch was bekommen. Gut, und die Geschwister, die dort also arbeiten, für dieses Projekt haben wir auch vor, so einen Bus zu kaufen, dass wir, ihr wisst schon, also wir machen also diesen Weg Kinshasa, Mvululu hin und her. Das ist also eine unserer Projekte, also Bus auch zu kaufen, um diesen Weg es einfach zu machen, also die Sachen für sie zu kaufen. Man kauft nicht also das Ganze dort direkt, also in Vululu. Das ist die dort in der Stadt, also 2-3 Stunden ungefähr Fahrt. Und genau, das ist, was wir vorhaben. Also ich hatte also von diesem Feld also hinten zu erweitern, ein Bus, also dass wir, was wir kaufen wollen, und wir glauben also mit Joshua Mashiach Hilfe, wenn wir das also schaffen. Weil am Anfang, als wir dieses Haus also gebaut hatten, wir sind da auch mit richtig kleine Hilfe und schrittweise sind wir gegangen, und heute steht das Haus, und wir danken Joshua Mashiach dafür. Deswegen glauben wir auch, dass unser Herr uns auch also auch da mit dem Bus segnen wird. Halleluja. Also Brunnen also für Wasser, also eine Wasserquelle vielleicht, also hier, ob wir das also zustande bringen können. Und dann möchte ich also zu zweite Teil von dieser Vision Milolo Milolo. Wir haben auch, wir machen auch sowas wie also Patenschaft, also Kinderpatenschaft, also finanzielle Unterstützung von Kindern. Momentan haben wir dieses Mädchen, das ich glaube, ich hatte das schon mal gezeigt, also dieses Mädchen helfen wir auch. Sie wurde
zufällig würde ich nicht sagen, aber das ist der Herr. Der Herr Joshua Mashiach hatte das also geführt, also dass wir dieses Mädchen also treffen. Ein Bruder, Papa Science, also hatte sie gesehen und wurde vom Herrn berührt, also dass wir sie auch helfen können. Und jetzt geht sie in die Schule. Also sie hatte keine Schule besucht, war nur zu Hause. Jetzt geht sie in die Schule und wohnt. Wir haben also einen Ort auch für sie gefunden, also wo sie jetzt wohnt. Aber die Situation ist immer noch nicht gut. Also wir beten, dass der Herr das Ganze, ihre Situation also richtig also verbessert, weil wenn ich euch also die Bilder zeige, also wo sie wohnt, es ist eine Katastrophe. Es tut richtig, richtig weh. Also wir waren dort, also sie wohnt mehr so mit ihrer Mutter dort es ist unschön. Wirklich, wirklich, wirklich unschön, da wo sie wohnt. Matratze am Boden, das ist wie ein Loch. Aber wir machen weiter und helfen also dieses Mädchen. Es gibt also eine andere und das ist also die nächste, also unser nächstes Projekt, also für Milolo Vision, also dass wir dort in diesem Empfangszentrum sowas wie eine kleine Bäckerei aufbauen. Es gibt also ein Mädchen dort in Kinshasa. Sie macht jetzt also eine Ausbildung. Wir helfen dieses Mädchen also eine Ausbildung für Bäckerei. Sie hat auch vor, dieses Empfangszentrum zu helfen, die Damen auch dort zu helfen, dass wir so eine Bäckerei dort aufbauen. Es gibt viele, viele, viele Projekte. Halleluja. Also, zurück zu diesem Vers, also was ich vorher gelesen hatte. Hier steht, Joshua sagt, hierhin haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Aber wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Also hier das Leben hinzugeben, also das hat nicht also mit irgendwelchen Leuten, die sich also explodieren und geben ihr Leben so. Nein, 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 nein. Leben ist einfach, dass man sich also hingibt, andere Menschen zu helfen. Dass man sich also bereit stellt, also andere Menschen zu helfen, die Liebe einfach weiterzugeben. Also die Liebe, die wir für Joshua bekommen haben, einfach weitergeben. Halleluja. Und lieber Geschwister, hier steht also in Vers 17, wer aber irdischen Besitz hat, also was hier steht bestimmt, also den Lebensunterhalt der Welt, also was wir irdischen Besitz, wenn wir also eine gewisse Lebensunterhalt haben, also hier, wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Also ich war dort, es gab Momente, wo ich nur weinen musste. Ja, ich komme auch aus Afrika, ich habe auch das Leiden gesehen. Ich habe, es ist nicht nur in Kongo, es gibt viele Länder, wo die Leute so leiden. Aber zu wissen, dass dieses Land so reich ist, dass die Menschen dort also normalerweise so ein besseres Leben hätten. Das ist unglaublich. Und dass Europa, dass die ganze Industrieländer davon profitieren und die Menschen
vor Ort dort nichts bekommen. Die Menschen sind also von der Regierung verlassen, von der Kirche auch verlassen, weil die Kirche beutet also die Leute aus. Die Kirche sagt die Leute, hey, du musst geben, wenn du nicht gibst, dann wirst du nicht also vom Herrn gesegnet. Und da gibt's also Leute, die haben nichts und müssen ihr ganzes, also was sie da haben, geben sie also in die Kirche, um die Zente zahlen sie und solche Sachen und Wahnsinn, ausgebeutet. Und die Bibel sagt, Kinder, lass uns nicht lieben mit Worten, nur mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Halleluja. Was ich gerade, diese Predigt, also es geht nicht darum, also dass ich suche unbedingt, dass die Leute was geben, dass die Leute, wie sagt man das so, dass wir Geld also von Leuten unbedingt also nehmen wollen. Nein. Ich möchte gern, dass ihr versteht, also was direkt also in dem Vers 19 steht. Hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen. Halleluja. Es geht darum, es ist für uns, dass wenn das Herz, also es geht für uns, es geht um uns, liebe Geschwister, dass wir das Wort des Herrn tun. Ihr wisst schon, also diese Seite heißt also zurück zum Wort, zurück zu Jeschua Maschia, zurück zum Wort, das ist es, dass wir das Wort tun. Halleluja. Und das ist es. Also nochmal, diese Projekte sind schon da. Der Herr hat uns also so geholfen und er hilft uns immer noch. Ich preise den Herrn Jeschua Maschia, dass er mir diese Gelegenheit gegeben hat, nach Kongo zu fliegen und das vor Ort zu sehen, diese Arbeit zu sehen. Die Geschwister, die dort arbeiten, brauchen Hilfe. Und wir hier in Deutschland, wir besitzen gewisse, wir haben also einen gewissen Lebensunterhalt. Wir müssen also an die Geschwister, die dort sind, die in diese armen Länder sind, denken. Wirklich. Wir müssen. Der Herr segne uns alle im Namen Jeschua Maschia. Für alle, die gerne also für diese Arbeit unterstützen wollen. Es ist offen. Ihr könnt also auf unserer Internetseite dabei spenden gehen. Und hier ist also diese Kontonummer zurück zum Wort e.v. Milolo Milolo, Projekt Witwe oder Vision Witwe. Also das ist, hier sind also die ganze Informationen. Der Herr segne uns alle. Also und ich bete, dass wir nochmal zurück nach Kongo fliegen und diese ganze Projekte, diese ganze Projekte zustande bringen können. Halleluja. Danke, Jeschua Maschia, für diese Zeit. Danke für dein Wort, Herr. Und danke für die Mission in Kongo. Ich bete auch für die Witwe, die dort sind. Ich bete für die verschiedenen Projekte, für diese Kinderpatenschaft, für das Projekt der Bäckerei. Ich bete, dass du uns also hilfst, wie du es versprochen hatte. Halleluja. Jeschua Maschia, du bist derjenige, der die Menschen berührt, Herr. Du allein, Herr. Heute wollte ich also diese ganze Projekte, diese Mission, einfach diese Mission in Kongo vorstellen. Ich danke alle Geschwister, ich danke unser Herr Jeschua Maschia für sein Werk. Herr, du bist so wunderbar. Im Namen Jeschua Maschia.